Maximilian Götz nimmt uns mit im Mercedes 1G-Team GetSpeed. Mercedes auf der Startnummer 3, das ist die 8. Position. Immer noch Patrick Niederhauser vor sich, an dem beißt er sich jetzt schon einige Runden lang die Zähne aus. Achtung, hier von oben sehen wir da, das sind eben die Situationen, die immer wieder mal entstehen. Sofort natürlich die gelbe Flagge draußen. Das war das Fahrzeug mit der 72 und schau, das kommt dabei raus. Das haben die Junioren jetzt da verursacht. Da ist eine Menge kaputt und ja, insbesondere, ohne das hier von hier oben beurteilen zu können, die Lampe, die braucht er dann auch. Also erstmal Haube runter, denn ohne Lampe in die Nacht hineinzufahren, gerade weil ja auch die Junioren, wir haben ja Corona gehabt und wir haben vor allen Dingen ja auch die Nebelwende gehabt. Wir hatten ja nicht so viele Nachtstunden. Im letzten Jahr schon gar nicht. Beim kürzesten 24-Stunden-Rennen aller Zeiten hier in der Eifel. Oder auch im Jahr davor hatten wir ja eine Nebelunterbrechung. Also das haben sie selber angemerkt. Nässe und Nebel und solche Sachen. Die kennen sie nicht. Ja, und da ist nochmal der Einschlag mit der 331 und das ist ein heftiger Einschlag von Daniel Harper. Hat er aber Schwein jetzt bei, weil er ist direkt bei der Einfahrt. Zack, schnell. Und Patrick ist schon da. Ja, es ist interessant. Also als Manta einen ähnlichen Schaden hatte, da war man relativ schnell klar, hat schon die Ersatzstoßstange da liegen gehabt, hat die Teile abgerissen. Aber den Eindruck, den ich gerade habe, die Haube ist immer noch unten. Man will das Auto rückwärts in die Garage hineinschieben. Also das